Ja, willkommen zur New Beginning. Wir sind mit Faye auf Zeitreise und wir sind in San Francisco, leider aber etwas zu spät, weil ganz San Francisco ist schon kaputt. Wir haben unseren Kollegen Nigel verloren, der uns trotz dessen noch einen Datenkristall geben hat können, und er hatte noch einen zweiten bei sich, den müssen wir eigentlich finden, der Zug auf dem Boot. Mal schauen, ob wir was mit dem Datenkristall machen können. Warte, ich muss den mitnehmen. Kann ich den nicht mitnehmen? Jetzt. Dieses Lesegerät scheint defekt zu sein. Der da vielleicht? Dieses Lesegerät scheint defekt zu sein. Vielleicht das dritte? Ja, dieser hier scheint intakt zu sein. Und es sieht so aus, als könnte ich die Daten hiermit auslesen. Das sind ja unendlich viele Daten. Ich warte mit der Auswertung wohl lieber, bis ich das zweite San Francisco-Team gefunden habe. Also such mal das San Francisco-Team. Es gibt keine Griffe oder so. Nun schau mal draus. Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete Straßenschlucht. Können wir auch so hingehen? Können wir hier noch weiter? Irgendwo dort muss das zweite Team sein. Da gehen wir mal hin. Die Stadt ist gänzlich überflutet. Ich muss eine Möglichkeit finden, über das Wasser zu kommen. Ja, das wäre doch ein schönes Boot hier. Er hängt nur noch an einem Scharnier, aber scheint dennoch stabil. Aber nicht ein... Das Messer habe ich immer dabei. Man weiß ja nie. Ja, man weiß nie. Mit bloßer Gewalt bekomme ich den nicht ab. Der Globus ist über das Scharnier fest mit dem Gestänge verschraubt. Ja, wenn es gescheit Messer wäre, können wir damit schrauben, ne? Suchen wir mal einen Schraubenzieher. Nee, hier ist immer falsch. Da unten gab es auch Sachen. Ach, hier waren wir auch schon. Zahnputzgießer. Was war das? Gehen wir wieder raus. Die wollen nicht auf hier? Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Ach, können wir das hier weggraben? Vielleicht könnte ich den Schlamm damit wegräumen, aber wozu? Ich habe bereits einen Weg hineingefunden. Den hier. Vielleicht könnte ich den Schlamm damit wegräumen, aber wozu? Ich habe bereits einen Weg hineingefunden. Wie hoch? Hier, bitte, 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 komm. Ja. Ach ja, danke. Ja, hier gab es die Auswertegeräte. Oder muss ich vielleicht, geht's hier lang? Ach, guck mal an. Was haben wir hier? Geht's immer noch in den Keller runter? Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen. Ach, komm, wie... Ich hoffe, das klappt. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Ein Schraubenzieher. Das heißt ja nicht Schraubenzieher, sondern Schraubendreher. Ein Schraubenzieher, ja, wird man Schrauben rausziehen. Aber wir drehen die Schrauben raus und rein, deswegen heißt es Schraubendreher.
Achte mal drauf im Baumarkt. Da! Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Ja, erstmal reinleuchten oder so. Schauen wir mal, ob wir den Globus abbekommen. Scharnier. Ja, das scheint mir das geeignete Werkzeug zu sein. Ramsch. Einsteigen. Das würde vielleicht als Boot ausreichen, um das zweite Team zu suchen. Aber ohne Paddel bringt das nichts. Wir haben noch ein Kehrblech. Sieht wie ein Teil ein... Sieht wie ein Teil einer Schaufel aus. Ja, da kann man doch mit paddeln. Oder muss man da noch was machen? Stall ins Heim? Was ist denn das? Na gut. Biegen. Oh, nein, die Stange ist einfach zu stark. Okay, dann machen wir die Stange mal. Die Stange passt genau in die Wölbung vom Griff des Bleches. Mal sehen. So. Und jetzt? Die Konstruktion ist noch nicht sehr stabil. Tun wir wickeln ein bisschen Wäscheleine drumherum? Ja, mit dem Seil kann ich die beiden Teile fest zusammenbinden. Hey, das sieht aus wie ein Paddel. Wie das A-Team. Wie kommt voran? Jetzt aber, oder? Paddel und Boot? Nee. Auf geht's. Boah. Ob sie ihre Freunde finden wird? Mann, oh Mann. Alles menschenleer. Das war eine große Katastrophe. Upsa. Oh, das ging nochmal gut. Aber das Boot ist weg. Der Anzeige nach muss die zweite Kapsel hier ganz in der Nähe sein. Ah, ich denke, dass wir entweder hier rüber müssen. Geht das? Können wir hier noch was schauen? Halt. Es muss umgekehrt. Da scheint etwas hinter der Plane zu sein. Aber mit bloßen Händen bekomme ich sie nicht ab. Planen, Messer, zack. Hinter der Plane waren Fässer verborgen. Sie scheinen leer zu sein. Kann man die nehmen? Rausziehen. Ist sie jetzt hängen geblieben hier? Stein? So schnell? Nochmal. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Ach weh. Mach hin. Können wir wohin gehen? Ach, komm, hier. Hier. Nicht hier, aber hier. Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Was, wenn es saure Steine... Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Ah, wir bräuchten ein Brett. Genau. Haben wir ein Brett hier? Puh, wir brauchen eins. Da liegt schon eins. Nehmen wir mit. Haben wir noch ein Brett? Kurzes Brett. Gibt's auch ein langes Brett? Abgrund wollen wir lieber nicht. Ich mag die Tiefe nicht so. Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Ah.
Ich würde, können wir das Brett wieder nehmen? Nehmen, jawohl, sonst ein Hin und Her. Dann das hier. Brett ist zu kurz. Da, gehen wir erstmal hier hin. Nimm das lange Brett. Nein, hier. Nehmen. Dann nehmen wir das lange Brett und legen es auf den Stein. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, ihr hört sich, ich bin immer noch verschnupft. Es ist auch grausames Wetter draußen. Regen, 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 Regen. Was habe ich jetzt genommen? Ich hätte gerne mein kurzes Brett. Und siehe da. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Ja, wozu denn auch? Was steht denn hier? 45. Merry Christmas. Oder was? Ich kann es nicht lesen. Graben, wieso soll man im Schlammhaufen graben? Schauen wir uns das erstmal an. Die Hinterachse ist mit Schlamm bedeckt. Graben. Wozu? Ah, jetzt schauen wir aber mal im Abgrund rein. Ich denke, da werden wir was sehen, weil irgendwie... Hier geht's auch nicht weiter. Salvador! Oh, guck, Delvin! Guck. Faye! Bist du das? Ja, wie geht's denn so? Alles in Ordnung bei euch? Nur ein paar Kratzer. Aber ich weiß nicht, wie lange wir hier noch in Sicherheit sind. Wo ist Nigel? Er ist tot. Und die anderen Teams sind alle tot. Dann lass dir schnell was einfallen, wie wir hier wegkommen. Sonst bist du bald die einzige Überlebende. Ja, Fee, jetzt hängt's an dir. Wie kann ich euch helfen? Du musst einen Weg finden, uns von hier wegzubringen, bevor die Zeitkapsel abstürzt. Aber wie soll ich das schaffen? Wir haben hier noch ein Seil. Wir können es mit der Harpune zu dir nach oben schießen, aber das ist auch schon alles, was wir tun können. Gut, probieren wir es aus. Oh, Fee, pass auf. Ach, hier liegt's ja schon, das Seil, oder? Genau. Aha. Ich habe schon so eine Ahnung. Wenn hier eine Hinterachse ist, mit einem Rad und hier hängt die Schnur, ja, wenn wir das Auto starten. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Es bleibt, das Auto springt tatsächlich noch an, aber ich stelle es erstmal wieder ab. Boah, klingt nicht schlecht. Klingt nach viel Hubraum. Wir konnten noch mal graben. Hier irgendwo. Graben tun wir mit dem Paddel. Ja, damit sollte ich die Hinterachse vom Schlamm befreien können. Ja, super gemacht, Fee. Dann tun wir die Seil nehmen. Und an der Felge festbinden. An der Hinterachse hängt noch eine angerostete Felge. Keine Ahnung, was mit dem Reifen passiert ist. Hast du jetzt das festgebunden? Hallo? Annehmen, aufnehmen. Und an der Felge. An der Hinterachse hängt noch eine angerostete Felge. Keine Ahnung, was mit dem Reifen passiert ist. Ist es jetzt fest? Ich nehme es an, dass fest ist. Aber ob wir die beiden anderen retten und wie und wann, das sehen wir dann im nächsten Teil. Ich denke, ich spiele es gleich weiter. Aber ich tue das jetzt mal rendern und so. Okay, mach's mal gut. Bis dann. Euer Christian.